Herzlich willkommen. In diesem Video lernen Sie, wie Rogers den Methodenbegriff fasst, und es zeigt Ihnen, welche Aspekte für Rogers zentral in Bezug auf Lehren und Lernen sind. Carl Rogers vertritt den Standpunkt, dass Lehren keinen großen Stellenwert einnehmen soll. Er sagt schlicht, dass Lehren eine ziemlich unwichtige und weitgehend überschätzte Tätigkeit ist. Er zitiert zur ersten Annäherung an den Begriff des Lehrens aus einem Lexikon, das Lehren als jemanden dazu bringen, etwas zu wissen und jemanden anweisen, führen und lenken beschreibt. Wenn man dieses Verständnis von Lehren hat, kann gesagt werden, dass noch nie irgendjemandem irgendwas gelehrt wurde. Jedoch können Lernende alles lernen, was sie wollen. Aus diesem Grund beschreibt Rogers neue Einstellungen und Haltungen der Lehrenden, die nicht auf das Lehren ausgerichtet sind, sondern auf die Förderung des Lernens. So werden Lehrende zu Facilitatorinnen und Facilitatoren. Die Einstellung und Haltung von Facilitatorinnen und Facilitatoren benennt Rogers als kongruent, empathisch und anerkennend bzw. wertschätzend. Kongruent meint in diesem Zusammenhang das Echtsein bzw. Realsein des Lehrenden gegenüber sich selbst und gegenüber den Lernenden. Menschen mit solchen Einstellungen, die mutig genug sind, sie in die Tat umzusetzen, werden Unterrichtsmethoden nicht einfach modifizieren. Sie werden sie revolutionieren. Sie werden dem eigenen neuen Stil verpflichtete Methoden entwickeln, mit denen sie Freiheit in der Klasse fördern können. Das sind Methoden, die aus der eigenen freien und direkten Auseinandersetzung mit den Schülerinnen und Schülern erwachsen. So wird die neue Lehrende eine eigene, sich ständig erweiternde Methodologie entwickeln. Dieser Prozess kann für Lehrende, die sich dem Risiko des Experimentierens stellen, unterstützt werden, indem einige Ansätze, Methoden und Techniken kurz bekannt gemacht werden. Mit diesen Methoden können Lehrende versuchen, im Sinne eines Facilitators tätig zu werden und Lernen in Freiheit zu ermöglichen. Rogers nennt dazu folgende Methoden und Beispiele. Zur ersten Methode: von Problemen ausgehend, die als real wahrgenommen werden. Hierbei geht es darum, mit den Schülerinnen und Schülern Probleme zu entdecken, die für sie selbst als tatsächlich vorhanden wahrgenommen werden. Die reale Konfrontation mit derartigen Problemen und Fragen ist die notwendige Bedingung, um Lernen in Freiheit zu fördern. Die zweite Methode: Hilfsquellen zur Verfügung stellen. Es sollen nicht nur die üblichen akademischen Hilfsquellen, wie zum Beispiel Bücher, Aufsätze, Labor, Filme und Ähnliches, zur Verfügung gestellt werden, sondern vor allem menschliche Hilfsquellen. Häufig gibt es Außenstehende, die zu Hilfe geholt werden können, um zum Wissen des Lernenden etwas beizutragen. Die Facilitatorin oder der Facilitator hat als menschliche Hilfsquelle auch eine große Bedeutung. Die Facilitatorinnen stellen sich mit ihrer Erfahrung zur Verfügung, ohne sich jedoch aufzudrängen. Als dritte Methode nennt Rogers die Verwendung von Verträgen. Facilitatorinnen können Vereinbarungen mit den Lernenden treffen. Die Art und Inhalte der Vereinbarung können den Lernenden überlassen werden. Wichtig dabei ist nur, dass die Lernenden damit die eigene Verantwortung über den Lernprozess übernehmen. Die vierte Methode ist die Selbstbewertung. In der Vereinbarung können sich Lernende Kriterien für die eigene Beurteilung überlegen und mit den Lernenden besprechen. Die Selbstbewertung dient dazu, die Beurteilung zu einem späteren Zeitpunkt selbst durchzuführen. Hierbei wird wiederum die Selbstverantwortung in Bezug auf den gesamten Lernprozess bewusster. Als fünfte Methode nennt Rogers die Teilung der Gruppe. Lernen in Freiheit besteht auch durch die Möglichkeit der Lernenden, sich für konventionelle Formen des Unterrichts zu entscheiden. Wenn in bestimmten Schulen konventionelle Formen des Unterrichts Gewohnheit sind, werden manche Schülerinnen und Schüler den freien Formen des Lernens anfänglich mit Scheu gegenübertreten. Diese Scheu muss ernst genommen werden und auch konventionelle Formen des Unterrichts für entsprechende Gruppen angeboten werden. Ein Austausch zwischen den Gruppen kann hilfreich sein, um die anfängliche Scheu unter Umständen zu mindern. Als sechste Methode nennt Rogers die Durchführung von Untersuchungen. Dabei geht es darum, den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zu geben, das prozesshafte Vorgehen des Wissensschaffens selbst auszuprobieren.
Das hilft, eine Einstellung zur Wissenschaft zu fördern, in der diese sich als änderndes Feld und weniger als abgeschlossenes Buch bereits entdeckter Tatsachen erfahren wird. Als siebte Methode nennt Rogers die Simulation als ein Typ experimentellen Lernens. Eine Simulation ist ein soziales System in Miniaturausgabe. Rogers führt als Beispiel die Internationensimulation an, in der es um die Auswirkung von Entscheidungen von Politikerinnen und Politikern geht. Dabei können aber auch kleinere und vor allem beobachtbare Simulationen, wie zum Beispiel in Form einer Fernsehdebatte, eines Arzt-Patienten-Gesprächs, eines Elternstreits usw. durchgeführt werden. Als achte Methode nennt Rogers die programmierte Instruktion als auf Erfahrung beruhendem Lernen. Rogers meint damit Lernmaschinen bzw. kürzere Programme, die für spezifische fachdidaktische Inhalte, wie zum Beispiel französische Konversation, Handhabung eines Mikroskops oder Algebra geeignet sind. Neben der neuen Flexibilität für Lernende besteht bei Lernmaschinen auch Gefahren, wenn zum Beispiel Tatsachenwissen als der Kreativität überlegen dargestellt wird. Als neunte Methode nennt Rogers die Encounter-Gruppe. Das sind Gruppen, die anfänglich eher unstrukturiert sind und in denen nach und nach Ziele von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern selbst formuliert werden. Dabei wird die Fähigkeit, sich auszudrücken, gefördert. Neben diesen Vorschlägen zu Methoden, die Lernen in Freiheit fördern können, zählt Rogers einige Methoden auf, die ein Facilitator nicht einsetzen würde. Dazu gehören unzusammenhängende Aufgaben für einzelne Unterrichtsstunden und Vorlesungen oder Erklärungen, außer wenn der Facilitator ausdrücklich darum gebeten wird. Ein Facilitator bewertet und kritisiert nicht, außer wenn ein Lernender sein Urteil zu einer Arbeit wünscht. Es gibt keine Prüfungen, die verpflichtet sind, und die Facilitatorin und der Facilitator übernimmt nicht die alleinige Verantwortung für die Noten. Rogers Konzept einer neuen Methodologie für Lehrende geht von einer neuen persönlichen Lehrhaltung der Lehrenden aus und verlangt Mut und Risiko, die eigenen Methoden zu revolutionieren. Beispiele für ein Revolutionieren der eigenen Lehrmethoden kann das Ausgehen von realen Problemen, das Verwenden von Verträgen, das Selbstbeurteilenlassen und das Durchführen von Untersuchungen sein. Methoden, die ein Lehrender mit neuer persönlicher Haltung wahrscheinlich nicht verwenden würde, sind zum Beispiel Vorlesungen, Kritik, Bewertung und verpflichtende Prüfung. Rogers will mit diesen Aufgaben keineswegs eine vollständige oder erschöpfende Aufzählung präsentieren, sondern Anregungen geben, die von Lehrenden in unterschiedlichsten Formen aufgegriffen werden können. Sie können dem eigenen Stil und der eigenen Persönlichkeit angepasst werden oder in der vorliegenden Form in ihr eigenes Repertoire integriert werden. Wichtig ist dabei die Authentizität der Methoden vor dem Hintergrund der unterschiedlichen Persönlichkeiten der Lehrenden. Die Facilitatoren und Facilitatorinnen können nur dann echt und real sein, wenn die verwendeten Methoden auch dem Wesen der Lernenden entsprechen, dem Wesen der Lehrenden entsprechen und diese mit Engagement und Vertrauen in die Methode umgesetzt werden.